Wir wurden durch Fortnite ersetzt, ihr Mädchen. Ich habe kein Pferd bekommen. Ich wollte immer ein Pferd in meinem Garten. Aber egal. Leute, es ist November. Also bald Dezember. Und das heißt, es ist bald Weihnachten. Und ich liebe Weihnachten. Und ich glaube, ihr liebt auch Weihnachten. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch, ich sage euch jetzt, kann ich mehr reden. Und deswegen dachte ich mir, ich zeige euch heute, beziehungsweise sage euch heute, meine Weihnachtswünsche für dieses Jahr. Um euch auch einfach ein bisschen inspirieren zu lassen und so. Aber es sind sehr, sehr viele. Also, es sind nur meine Wünsche und Leute, das heißt nicht, dass ich sie bekomme. Also, wäre natürlich schön, aber nein, Leute, es sind viel zu viele. Ich kann immer, es sind 1,5 Blätter voll mit Wünschen. Deswegen, ich bekomme natürlich nicht alles. Und ich habe es in Kategorien aufgeteilt. Beziehungsweise meine Mama. Danke, Mama. Ja. Und deswegen, let's go, würde ich sagen, wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, drückt Glocke und abonniert mich. Boah, ich glaube, ich habe Sprechen verlernt. Übrigens, vielleicht seht ihr, ich habe mein Zimmer umgeräumt, Leute. Ich weiß noch nicht, wie ich es finde. Ich finde, hier sieht ein bisschen leer aus, aber ja. Egal, fangen wir mal an. Hier. Also, meine Weihnachtswunschliste. Und wir fangen an mit der Kategorie Beauty. Und da sind einige Sachen, unter 7 Sachen. Und ja, die sage ich, die erzähle ich euch. Ach, bin ich blöd? Also, der erste Wunsch ist auf jeden Fall Body Sprays von Victoria's Secret. Ich habe schon relativ viele davon. Also, ich zeige euch jetzt nicht alle, aber das sind die hier, falls ihr nicht wisst, was die Body Sprays von denen sind. Aber ich glaube, das weiß eigentlich so gut wie jeder. Und wirklich, die riechen so gut, Leute. Und es hält so lange der Duft. Ich habe eine Jacke von mir, so einen Zipper, damit eingesprüht. Ich habe den jetzt schon mal gewaschen und es riecht immer noch danach. Immer noch. Und die riechen einfach so schön frisch und es gibt auch Süße. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Deswegen der erste Wunsch auf jeden Fall Victoria's Secret Body Sprays. So, dann der zweite Wunsch ist ein Dyson. Ich weiß, ich hatte den Dyson schon mal zu meinem Geburtstag und es hat null funktioniert. Aber irgendwie mein Ego sagt mir, jetzt wird es funktionieren. Deswegen, ich wünsche ihn mir, aber ich bin mir 1000% sicher, dass ich ihn nicht bekomme. Also, Dyson, ja. Dann, Nummer 3 ist von Glow Recipe, diesen Toner, den jeder im Sommer hatte. Und ich habe ihn immer noch nicht bekommen. Und an sich, ich wünsche mir einfach auch die Skincare von Glow Recipe, weil ich glaube, dass sie richtig gut ist. Deswegen wünsche ich mir auf jeden Fall da auch dieses kleine Mini-Serum, dieses, was, ich weiß nicht, das sieht so groß ungefähr und alle sagen immer, boah, das ist so gut und deswegen, ich wünsche mir das. Ich will wissen, ob das wirklich so gut ist. So, dann von Charlotte Tilbury dieses Lip and Cheat Secret. Ich habe es hier aufgeschrieben, deswegen schaue ich jetzt runter, aber so, das ist so ein kleines Set von Charlotte Tilbury mit dem Blush, einem Lippenstift, einem Lip Liner und ein Lip Gloss, glaube ich. Bin mir jetzt nicht sicher. Ruhig. Und Leute, das sieht so süß aus und ich glaube, das ist ganz praktisch. So, dann diese Pickelpflaster, die so aussehen wie Sterne. Ich finde die so süß, Leute. Ich werde euch mal hier ein Bild einblenden. So sehen die aus. Und ich finde die so unnormal süß. Stell dir mal vor, ihr wacht so auf und ihr habt so kleine Sterne oder es gibt die auch mit Herzen und so. Einfach so Pickelpflaster. Ich hoffe, die bringen was. Es gibt ja auch welche mit Sternen, aber die sind schwarz. Und es ist so lame, wisst ihr, ich meine. Und die gibt es in Pink, in Blau, in Gelb, in Grün, in keine Ahnung was. Und deswegen, die kommen auf die Wunschliste, 100%. So, dann das Parfüm von Valentino. Ich habe mir das schon zum Geburtstag gewünscht und leider nicht bekommen. Aber ich wünsche es mir 100% dieses Jahr zu Weihnachten. Ich habe davon auch... Moment. Nee. Oh, okay, ich habe es weggeschmissen. Aber ich hatte so eine kleine Parfümprobe davon. Und mir war klar, ich brauche das. Ich will das haben. Es hat so gut gerochen, süß, frisch und keine Ahnung was. Es ist einfach ein Traum gewesen. Es riecht so gut. So, und dann machen wir weiter noch mit Parfüm. Und zwar, ich habe das auf TikTok gesehen. Das ist zwar schon übelst lange her, aber dieses Parfüm, was Kylie Jenner angeblich benutzt, weil alle sagen, oh mein Gott, es riecht nach Zuckerwatte und so süß. Und Leute, ich liebe diesen Duft. Ich liebe es auch, wenn ich Leute umarme und die einfach so nach Zuckerwatte riechen. Stell dir das mal vor, das ist voll geil. Deswegen, ich will das auch. Ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Mir ist gerade auch einfach nur eingefallen. Aber das wünsche ich mir auch. Ich muss später mal schauen, wie es heißt.
Und dann noch zu guter Letzt eine neue Haarbürste, und zwar einen Tangle Teaser. Weil ich hatte einen und der ist jetzt aber in der Dusche, weil ich damit immer meine Haarmaske so einkämme. Und ich kann die jetzt nicht mehr benutzen, weil diese Bürste ist schon so ranzig. Nächste Kategorie ist dann Sport und Fashion. Boah, diese Namen. Aber ich mache ja auch jetzt Sport, Leute. Für die Fitness müssen wir hier Muskeln aufbauen. Und ja, da wünsche ich mir auch ein paar Sachen. Und zwar fangen wir an mit Nike-Socken. Leute, ich habe immer noch bunte Socken an mit Punkten, mit Herzen, mit keine Ahnung was. Und ich will Basic-Socken, okay? Aber nicht diese langen, sondern diese, die so sind, normal eben. Und dann so ein bisschen hochgehen, dass man so das Nike-Zeichen sieht. Und ja, wünsche ich mir auf jeden Fall, weil ich will nicht immer mit meinen... Ich habe gerade Weihnachtsmannsocken an. Ich zeige es euch jetzt nicht, weil... Nee. Aber ich will neue Socken. Ich will weiße Socken oder schwarze, aber nicht immer bunte. So, dann habe ich auf meiner Liste Nike-Schuhe. Das zählt jetzt einfach mal zu Sportsachen, weil ich renne seit einem Jahr, Oktober, jeden Tag mit den gleichen schwarzen Air Force rum. Und die sind so abgeranzt, Leute, wirklich. Ich habe die zu allem angezogen. Und die haben schon Löcher, die Sohle unten geht weg. Ich brauche einfach neue Schuhe. Ich weiß halt noch nicht genau, welche ich mir wünsche. Aber auf jeden Fall Nike-Schuhe. Ich war erst am überlegen, Shocks, aber alle sind dagegen. Alle so, nein, Shocks. Und deswegen, ich war so, okay, dann keine. Dann ganz normal, basic, einfach weiße Air Force. Aber für den Winter ist ein bisschen, Dann wollte ich mir TNs holen, aber da waren dann auch alle dagegen. Und dann, warte. Ich wollte mir eigentlich Jordan 4er holen, aber meine Mutter sagt so, na, die sind zu protzig. Ich kann mir mal ein Bild suchen, von welchem ich letztens gesehen habe, auf Pinterest. Ich finde diese Babestar-Schuhe so schön, aber Babestar, warum sind die so teuer? Aber ja, die kommen auf jeden Fall auch auf die Liste. Ist zwar kein Nike, aber egal, Leute, Babestar-Schuhe auf die 1 auf jeden Fall. Will ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber, ja, mal gucken. Schuhe auf jeden Fall. So, dann brauche ich ein Springseil. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wie so ein kleines Kind. Ich will ein Springseil. Aber nein, Leute, für den Sport, ich brauche das. Ein Springseil. Dann brauche ich auf jeden Fall eine Trinkflasche. Am liebsten würde ich wieder so eine hieß es so? Ich bin einfach immer noch dran hängen geblieben. Seit der Visco-Phase hat es mich verfolgt. Aber wirklich, die sind so gut, diese Flaschen. Also, wenn ihr Flaschen sucht, wo euer Getränk warm bleibt, wo euer Getränk kalt bleibt, wo euer Getränk frisch bleibt. Hydro Flask, die sind richtig gut. Und die gibt es in so vielen Farben und Größen. Das klingt halt wie Werbung, aber nein, leider nicht. Also Hydro Flask, wenn ihr wollt. Ja. Dann auf jeden Fall brauche ich einfach Sportklamotten. Heißt Sport, Oberteil, Sport, T-Shirt, also Leggings und sowas. Nichts Besonderes, aber ja, keine Ahnung. Dann einen Jogginganzug möchte ich haben von Vicinity, spricht man so aus, ich glaube schon. Oder von, ich weiß nicht, wie die Marke heißt, aber diese coolen Jogginganzüge, die haben immer diese Tänze auf TikTok und so, und wirklich, die sehen so cool aus und ich will auch so einen. Ich muss auch gucken, wo es die gibt, aber ich will so einen Jogginganzug, Leute. Auf jeden Fall wünsche ich mir eine Jeans von Vicinity und so einen Zipper. Und zwar einmal ein Jeans mit so Vorderprint. Ich finde das unnormal schön. Und diesen Zipper, den kennt man. Den gibt es in Blau, Pink und Weiß. Und ich wünsche mir diesen Weißen. Weil im Pink, der war zu knallig und Blau ist nicht so meine Farbe. Und Weiß, ja, kann man immer anziehen. Und die Jeans, genau. So, dann auf jeden Fall ein paar Basic-Oberteile. So wie das da, nur in langärmlich und so. Oder an sich einfach Basic so. Dann, Leute, es ist zwar, also jetzt so, ich habe so Technik-Sachen aufgeschrieben. Technik. Nein, ich meine damit einfach so elektronische Sachen und so. Und zwar, ich wünsche mir schon so lange eine Apple Watch. Aber stell dir vor, so eine Apple Watch, du kannst in der Schule so ein paar Sachen machen. Ja, nee, eine Apple Watch finde ich schon immer ganz cool, aber ich glaube, es lohnt sich nicht. Aber ich wünsche sie mir. Ich wünsche sie mir einfach mal. Und ich wünsche mir eine PS5, Leute. Und zwar, boah, das klingt jetzt richtig mitläuferisch, aber ich und ein paar Freundinnen, wir spielen immer Fortnite. Wegen diesem TikTok-Trend. Wisst ihr, jeder auf TikTok spielt immer Fortnite. Immer man sieht so diese Jungs so Fortnite spielen und so. Und dann
Wir wurden einfach alle durch Fortnite ersetzt, Leute. Können wir es mal hier stehen lassen? Wir wurden durch Fortnite ersetzt, ihr Mädchen. Und deswegen haben ich und ein paar Freunde, und wir dachten so, ja, Digga, komm. Leute, wir spielen jetzt auch Fortnite. Und seitdem, ich spiele Fortnite auf meiner Switch, aber wie der größte NPC. Und ja, an sich, ich wollte mir schon länger meine PS5 kaufen. Aber ich muss noch überlegen. Ich wollte sie mir letztens kaufen, weil ich habe gespart, Leute. Ich habe noch Geld von Berlin gehabt. An sich, ich habe gespart. Und es ist ja Black Week und so. Und deswegen war eine PS5 halt reduziert. Und ich bin immer noch am Überlegen, ob es sich lohnt, eine zu holen. Ob nicht. Und ja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall noch am Überlegen. Aber ich wünsche sie mir. So, dann nächste Kategorie, Leute. Und zwar Sachen für mein Zimmer. Das klingt jetzt richtig weird. Aber Quallen. Leute, ich habe einen TikTok gesehen mit Quallen. Da hat eine in so einem richtig coolen Behälter so Quallen gehabt. Aber ich weiß halt nicht, ob das so Tierquälerei so mäßig ist. Also ich dachte mir erst so, oh mein Gott, wie kannst du 3 Quallen in so einem kleinen Dings halten? Aber dann irgendwie haben die so gesagt, Quallen haben kein Platzgefühl und so und dass das denen nichts ausmacht. Und seitdem ich war so, ich will Quallen. Aber da muss ich nochmal überlegen, Leute, weil ich hätte Angst, dass die bei mir irgendwie verrecken oder so. Ja. Ja, Logo. So, dann wünsche ich mir für mein Bett so eine richtig große Tagesdecke mit so richtig großen und vielen Kissen, dass es so richtig like Pinterest aussieht und ja, keine Ahnung, gefällt mir einfach, basic, einfach Decke mit Kissen. Und dann wünsche ich mir eine andere Lampe. Leute. Seit 13 Jahren hängt in diesem Zimmer diese Lampe. Nee. Und ja, ich brauche einfach eine neue Lampe. Ich will so eine ästhetische. Ich will mein Zimmer an sich ästhetisch machen. Ja. So, dann vom Schmuck her. Ich wünsche mir für mein Pandora... Ich habe mein Pandora-Armband nicht angezogen. Merke ich gerade. Ich wünsche mir für mein Pandora-Armband... Das sieht bis jetzt so aus. Wünsche ich mir einen Anhänger. Ja, Leute, ich liebe dieses Armband. Ich gehe nie ohne diesen Armband aus dem Haus. Außer, wenn ich irgendwie ganz spät bin oder so, dann vergesse ich es manchmal, aber nie denke ich mir so, nee, das ziehe ich heute nicht an, weil eigentlich ziehe es immer an. Ich habe es gerade nur vergessen. Leute, wie gesagt, es sind wirklich nur Wünsche. Ich weiß natürlich, dass ich nicht alles von dieser Liste bekommen werde, aber Leute, es sind einfach nur Wünsche, okay? Man kann sich doch auch Sachen wünschen. Man sagt ja auch immer, keine Ahnung, als du ein kleines Pferd... kleines Kind oder so warst und gesagt hast, oh mein Gott, ich will ein Pferd, oh mein Gott, ich will das. Du hast auch kein Pferd bekommen. Also, in den meisten Fällen. Ich habe kein Pferd bekommen. Ich wollte immer ein Pferd in meinem Garten. Aber egal. Lassen wir das Thema jetzt mal weg. Es sind einfach nur Wünsche, Sachen, die ich gerne haben würde, aber natürlich weiß, dass ich sie nicht alles bekomme. Ich bekomme jetzt nicht zu Weihnachten ein Valentino-Parfüm, ein Pandora-Dings, Anhänger, eine PS5, eine Apple Watch und eine Vicinity-Hose und den passenden Zipper dazu, weil das alles unnormal teure Sachen sind, aber es sind einfach Wünsche, die ich habe, Sachen, die ich cool finde, die ich gerne haben möchte. Ich hoffe, ich konnte euch auch ein bisschen inspirieren zu den Sachen und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst super gerne einen Daumen nach oben da, drückt die Glocke und abonniert mich und ja, adios, amigos.